Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wie jeden Freitag gibt es heute die Auslegung der kommenden Sonntagslesungen. Wir gehen zu auf den 8. Sonntag im Jahreskreis, der letzte Sonntag vor der Fastenzeit. Bleiben Sie gerne dran. Vorab wie immer würde ich mich freuen über ein Däumchen nach oben auf dieses Video. Abonnieren Sie auch gerne meinen Kanal kostenlos und wenn Sie auch noch die Glocke aktivieren, dann bekommen Sie in Zukunft immer eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video von mir online geht. Als erstes hören wir aus dem Buch Jesus Sirach. Im Sieb bleibt, wenn man es schüttelt, der Abfall zurück. So entdeckt man den Unrat eines Menschen in seinem Denken. Der Brennofen prüft Töpferware und die Erprobung des Menschen geschieht in der Auseinandersetzung mit ihm. Den guten Boden eines Baumes bringt seine Frucht zum Vorschein. So das Wort, die Gedanken des Herzens. Lobe keinen Menschen, ehe du nachgedacht hast, denn das ist die Prüfung für jeden. In der ersten Lesung hören wir heute aus einem sehr weisheitlichen Buch einige Verse, das Buch Jesus Sirach, das ja auf Griechisch verfasst ist. Und es geht hier um eine Sammlung, also dieser Kontext dieser Verse ist eine Zusammenstellung von Redewendungen, von Sprichwörtern, von Geschäftspraktiken und auch von Warnungen oder Ermahnungen. Zuallererst hören wir in einem Vers, in Vers 4, von dem Bild des Siebens. Wenn man etwas siebt, mit einem Sieb zum Beispiel Dreck oder Sand oder so etwas hindurchlaufen lässt, dann bleibt am Ende ja das Dreckige zurück. Darum geht es ja, dass man den Dreck heraussiebt. Und so ist es auch mit dem Menschen, wenn wir ihn prüfen oder erstmal herausfinden wollen, was ist das wahre Gesicht eines Menschen. Je mehr wir mit einem Menschen zu tun haben, desto mehr sieben wir ihn sozusagen. Also wir dringen immer mehr vor in die inneren Schichten seines Seins, vor allem natürlich durchs Gespräch, durch das Gespräch und auch dadurch, dass wir sehen, wie er sich verhält, wie er in bestimmten Situationen reagiert, wie seine Angewohnheiten auch sind. Und je mehr wir mit ihm zu tun haben, desto mehr zeigt sich das auch. Wir kennen die Erfahrung, dass ein Mensch am Anfang immer die besten Seiten zeigen möchte, seine besten Seiten zeigt und mit der Zeit aber sich nicht mehr verstellen kann und dann eben auch die wahren Ecken und Kanten zum Vorschein kommen und auch seine Abgründe, seine schlechten Seiten gerade immer mehr zum Ausdruck kommen, so wie man eben, je mehr man siebt, immer mehr Dreck am Ende im Sieb zurückbleibt. So ist es auch mit dem Menschen. Und je mehr wir ihn auf Herz und Nieren prüfen, desto mehr können wir hinter seine Maske der Schokoladenseite sozusagen schauen. Es gibt auch Menschen, ich kenne solche Menschen, ich habe sehr viele Menschen in meinem Umfeld, die gerade so sind und ich habe manchmal das Gefühl, dass Gott einem auch gerade solche Menschen an die Seite stellt, die von ihrem Charakter her, von ihrem Wesen her, irgendwie von ihrer Art her, so sind, dass sie Menschen ziemlich schnell die Masken herunterreißen, indem sie gar nicht mal großartig was sagen, sondern einfach, dass sich an ihnen Menschen, die gerade immer versuchen, eine schöne Maske aufzusetzen, stoßen. Dass sie ziemlich schnell getriggert sind und dann ihr wahres Gesicht zeigen. Das ist auch eine Gnade, so zu sein und solche Menschen braucht man auch. Und Gott stellt einem auch solche Menschen an die Seite und macht selbst einen selbst auch immer mehr zu so einem Menschen, der zum Sieb wird. Oder auch zum Spiegelbild, wenn man ein anderes Bild sucht. Als nächstes kommt ein anderes Bild, und zwar das Bild des Brennofens. Und das erinnert uns oft an ein anderes Bild, das sehr ähnlich ist, nämlich das des Schmelzofens und des Goldes, das in diesem Ofen immer geprüft wird. Also dass dann alles, was nicht pures Gold ist, wegbrennt und dann am Ende wirklich nur reines Gold übrig bleibt. So haben wir hier auch ein ähnliches Bild, der Brennofen, der die Töpferware prüft. Ein Ofen kann nichts prüfen. Also da merken wir, das ist eine Metapher, die für etwas anderes steht. Und so wie der Brennofen dafür sorgt, dass die Töpferware hart wird und fest, dass sie zu einem brauchbaren Geschirr wird, so ist es ja mit Menschen. Menschen sind Brennöfen, gerade in der Auseinandersetzung mit anderen Menschen und sie erproben diese.
bis sich dann zeigt, was die anderen sind und auch diese immer mehr zu brauchbaren Werkzeugen werden, die man dann gebrauchen kann als Geschirr oder im anderen Bereich. Hier ist die Rede von Auseinandersetzung. Damit ist weniger Streit gemeint, als mehr sowas wie ein Dialog, eine Debatte. Denn im Griechischen lesen wir das Wort Dialogismos. Dialogismos, da hören wir schon, da steckt das Wort Dialog drin. Also es geht darum, dass man im Gespräch mit gezielten Fragen die wahren Beweggründe des Gegenübers herausfindet. Gerade im Gespräch, weil dann immer mehr zur Sprache gebracht wird, was im Inneren des Menschen ist. Und das ist auch beim nächsten Bild eigentlich der Kern der Aussage. Und zwar geht es um das Bild des Baums. Das ist etwas, das Jesus auch immer wieder aufgreift, weil Jesus weisheitliche Traditionen des Alten Testaments aufgreift. Und er sehr viel von Jesus Sirach her denkt und auch ganz viel Jesus Sirach zitiert übrigens. Und auch das Buch der Weisheit. Und hier geht es darum, dass man an den Früchten eines Baums den guten Boden erkennt. Jesus sagt, an den Früchten erkennt man den Baum. Also ein bisschen abgeändert, aber im Grunde dieselbe Aussage. Es geht darum, dass wenn wir einen Boden anschauen, erstmal auf den ersten Blick nicht sehen können, wie die Qualität ist, wie die Beschaffenheit ist. Erst wenn wir versuchen, etwas in diesem Boden anzubauen, werden wir merken, okay, das ist kein guter Boden. Die Nährstoffe fehlen oder der Boden ist zu felsig oder zu trocken oder wie auch immer. Zu salzig, das kann ja auch sein. Und so ist es mit Menschen. Also wir können den Boden, die Bodenbeschaffenheit eines Menschen, das ist ein Bild, das Jesus auch aufgreift übrigens, nämlich im Gleichnis vom Sämann. Wir können die Bodenbeschaffenheit des Menschen nicht erkennen mit dem bloßen Auge. Gemeint ist sein Herz, seine Herzenshaltung, sein Inneres. Erst wenn wir versuchen, etwas darin anzubauen, erst wenn der Mensch anfängt zu reden und seine Taten zu zeigen, erkennen wir, was in seinem Inneren los ist. Und dann ein letztes, dann geht es nämlich um das Loben. Man soll nicht vorschnell einen anderen Menschen loben, weil es seine Probe ist. Wie muss man das verstehen? Der Vers kann unterschiedlich ausgelegt werden oder übersetzt werden. Also ich habe mal in die englischsprachigen Formulierungen geschaut, da wird es nämlich anders übersetzt. Man kann es einerseits so verstehen wie hier in der Einheitsübersetzung, dass man jemanden nicht loben soll, bevor man nicht nachgedacht hat. Und dieses Prologismu, was dahinter steckt, dieses Griechische, kann auch so verstanden werden, und so habe ich das in englischsprachigen Übersetzungen auch gesehen, dass man den anderen nicht loben soll, bevor der andere gesprochen hat. Logismus also bezogen auf den anderen, nicht auf einen selbst. Logos ist ja ein Allerweltswort, sage ich mal. Das kann man auf so unterschiedliche Weise übersetzen. Und das kann einerseits das Nachdenken und das Logisch, also die Logik meinen. Andererseits kann es aber auch das Wort meinen, also vielleicht auch das gesprochene Wort. Und deshalb kann man das auf das eine oder auf das andere beziehen. Und dann würde es vielleicht auch mehr Sinn ergeben im Kontext des Verses davor, wenn es dann darum geht, dass erst wenn der Mensch spricht und im Gespräch man merkt, was in seinem Inneren vorgeht, dass man das hier vielleicht auch so in dieser Hinsicht versteht, dass man den anderen nicht vorschnell loben soll, bevor er nicht den Mund aufgemacht hat und seine wahren Absichten geäußert hat. Generell ist auf jeden Fall damit das gemeint, was wir im Deutschen vielleicht auch meinen, wenn wir sagen, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Also man soll sich nicht zu früh freuen und sich mit einem Urteil erstmal zurückhalten und erstmal genau hinschauen. Also man kann es in beide Richtungen verstehen. Einerseits, bevor man nicht nachgedacht hat und also sich noch ein bisschen mehr Gedanken über das Urteil macht. Also nicht vorschnelles Urteil fällen im positiven Sinne, aber das kann man natürlich auch im negativen Sinne meinen, dass man jemanden nicht vorschnell urteilen soll. Oder eben auch, bevor der andere sich nicht, also seine True Colors sozusagen, gezeigt hat. Es ist wie mit dem Eisberg. Es gibt an der Oberfläche etwas, aber der Großteil ist ja unter dem Wasser. Und wir sollen eigentlich uns kein Urteil erlauben beim anderen, allein von dem, was wir an der Oberfläche sehen können, Gutes oder Schlechtes. Dass das offensichtlich ist, weil wir nicht wissen, was in seinem Herzen ist. Und
Das werden wir auch nie ganz. Das werden wir nie ganz. Deshalb sagt Jesus in der Bergpredigt, dass wir nicht urteilen sollen, damit wir nicht verurteilt werden. Und doch können wir uns ein kleines bisschen ein Bild schon vom anderen Menschen machen, je mehr er auch von dem spricht, was in seinem Inneren ist. Denn wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Das werden wir im Evangelium dann auch hören. Also endgültiges Urteil können wir uns nie erlauben. Ein bisschen einen Insight bekommen wir vom Inneren des Menschen, aber schon, je mehr er davon spricht. Das ist ganz klar. Kommen wir nun zum Psalm. Gut ist es, dem Herrn zu danken, deinem Namen, du Höchster, zu singen und zu spielen, am Morgen deine Huld zu verkünden und in den Nächten deine Treue. Der Gerechte sprießt wie die Palme, er wächst wie die Zeder des Libanon. Gepflanzt im Haus des Herrn sprießen sie in den Höfen unseres Gottes. Sie tragen Frucht noch im Alter und bleiben voll Saft und Frische. Sie verkünden, der Herr ist redlich, mein Fels, an ihm ist kein Unrecht. Als Antwort beten wir ein Sabbatlied, das ursprünglich wohl ein Danklied für den Einzelnen darstellt. Und es geht hier darum, dass Gott aus der vermeintlichen Sackgasse rettet. Welche Sackgasse ist das für das Volk Israel? Erstmal historisch wörtlich zu verstehen ist, dass er natürlich vor allem in den ganz großen, ausweglosen Situationen, als David dieses Lied schreibt, ist es natürlich zunächst einmal das Sklavenhaus Ägyptens, eine ausweglose Situation. Man wusste gar nicht, wie man da rauskommt. Und dann diese unglaubliche, unerhörte Weise, mit der Mose das ganze Volk aus Ägypten herausgeführt hat. Nicht er, sondern Gott durch ihn. Und dann natürlich das babylonische Exil, eine ganz große Sackgasse. Man wusste gar nicht, wie man aus diesem Schlamassel wieder rauskommen sollte. Und doch macht Gott einen Weg frei, wo wir denken, dass es keinen Ausweg gibt, weil Gott Gott ist und er legt Wege an. Deshalb ist es gut, Gott eigentlich immer für das Gute zu danken, weil Gott immer aus jeder Notlage herausführt und wir haben immer etwas, wofür wir danken können. Dass wir leben, schon allein dafür dürfen wir jeden Tag aufs Neue Gott danken, dass wir atmen dürfen, dass wir gesund sind, dass wir diesen Tag geschafft haben. In den Nächten dürfen wir für seine Treue danken, die er wieder gezeigt hat, am Morgen, dass wir wieder aufgewacht sind. Und so können wir immer wieder für irgendetwas danken. Und es ist auch wichtig, dass wir für alles Gute danken und nicht immer nur auf das schauen, was wir nicht haben. Und deshalb verdient Gott auch immer unseren Lobpreis, denn das hängt nicht von unseren Befindlichkeiten ab. Unser Lobpreis im Gesungenen und im Gespielten. Also Tag und Nacht Gott zu danken, heißt natürlich nicht, dass wir 24 Stunden auf den Knien stehen sollen und ihm im mündlichen Gebet danken sollen. Das können wir gar nicht, weil wir haben ja auch unsere Pflichten, denen wir nachkommen sollen. Aber gemeint ist auch eine Haltung, eine unermüdliche Haltung, ewig in Gott zu sein, in seiner Gegenwart zu sein, mit einer dankbaren Haltung unser Leben zu leben. Und das eben durch unseren Lebensstil auch zu zeigen, nicht nur durch unsere gesprochenen Gebete. Auch in diesem Psalm wird das Bild des Baums aufgegriffen, interessanterweise. Gott lässt sprießen, und zwar den Gerechten. Ein total messianisches Wort. Das ist etwas, das wir mit messianischen Augen, christologischen Augen ganz klar lesen, dass hier Gott den Gerechten schlechthin, Jesus Christus, sprießen lässt und das Bild des Baums immer wieder auch als Bild für Abstammung, Genealogie und Jesus, der natürlich in einem bestimmten Stammbaum hineingeboren wird und der eben schon erwartet wird. Deshalb auch Stammbäume in Lukas und im Matthäusevangelium. Er ist in den Höfen unseres Gottes. Das ist natürlich auch auf Jesus Christus besonders zu beziehen, weil er der einzig wahre Hohepriester ist. Und natürlich denken wir daran, wie er selbst sagt, dass man den Tempel niederreißen soll und er wird diesen in 3 Tagen wieder aufrichten, der Tempel seines Leibes, er, der zum neuen Tempel wird, zum neuen Heiligtum, in dem Gott gegenwärtig ist, in Menschengestalt und in eucharistischer Gestalt bis heute. Aber natürlich ist das etwas, das auch schon im wörtlich-historischen Sinn die Israeliten sagen können, dass sie reichlich zu danken haben und Gott Opfer darbringen durch den Tempelkult.
Die Gerechten Israels leben lang und sind auch im Alter voll Saft und Frische, so wie ein Baum voll Saft und Frische, ein Ausdruck des Segens Gottes, und das sind schon zaghafte Anfänge einer Auferstehungshoffnung, sag ich mal. Natürlich ist das Ganze bei den Israeliten zunächst einmal noch diesseitig gedacht, ein langes Leben, ein erfülltes Leben für Zeichen des Segen Gottes, aber nach und nach kommt auch diese Diesseitigkeit in eine Jenseitigkeit, dass man sich denkt, dass man auch eine Auferstehung nach dem Tod hat. Die Gesegneten geben Zeugnis von der Güte Gottes. Er ist ihr Fels. Er ist beständig, robust und gibt nicht nach. Er ist ihre Sicherheit. Gott ist wirklich nur gut. Auf ihn kann man sich ganz verlassen, wie gesagt, auf seine Treue. Und es gibt immer etwas, wofür man danken kann. Auf ihm sollen wir bauen und nicht auf Irdisches, auf Menschen. Sonst bauen wir auf Sand. Und wenn der erste Sturm kommt, dann bricht alles zusammen wie ein Kartenhaus. Kommen wir zur zweiten Lesung. Wenn sich aber dieses Verwesliche mit Unverweslichkeit bekleidet und dieses Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann erfüllt sich das Wort der Schrift. Verschlungen ist der Tod vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg geschenkt hat durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder und Schwestern, seid standhaft und unerschütterlich. Seid stets voll Eifer im Werk des Herrn und denkt daran, dass im Herrn eure Mühe nicht vergeblich ist. So wie in den letzten Wochen hören wir heute auch wieder einen Ausschnitt aus dem 1. Korintherbrief, auch wieder einen Ausschnitt zum Thema Auferstehung. In der letzten Woche ging es vor allem um die Typologie zwischen Adam und Jesus und dass wir also als Nachkommen Adams irdische sind und als Nachkommen Christi überirdische. Und als Nachkommen dieser Familie Gottes sind wir mit dem ewigen Leben beschenkt. Wir sind schon überirdische. Und doch haften wir ja noch dieser ersten Schöpfung an. Als Folgen der Erbsünde sterben wir weiterhin und im Tod löst sich unser Leib, also unsere Seele vom Leib. Leib jetzt nicht im umfassenden Sinne, sondern also vom Körper, sag ich mal lieber. Also das ist immer noch gegeben. Die Seele lebt schon in der Ewigkeit. Unser Körper ist der Verweslichkeit weiterhin anheimgefallen. Aber am Ende der Zeiten, glauben wir, werden wir mit unseren Körpern wieder vereint und werden zu einem Auferstehungsleib, im umfassenden Sinne jetzt, dass wir die leibliche Auferstehung erfahren, mit einem verklärten, vergeistigten Leib in einer höheren Qualität in der Ewigkeit sein werden. Das war schon letzte Woche das Thema und jetzt geht es darum, dass wir dieses Verwesliche also immer noch an uns haben, dass sich das Unverwesliche mit dem Verweslichen verbindet, heißt es hier. Wenn es dann am Ende diese leibliche Auferstehung geben wird, dann werden wir ganz sagen können, verschlungen ist der Tod vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Das sagen wir schon mit dem Osterereignis. Und deshalb gibt es auch viele Osterlieder, die diese Worte des Paulus auch aufgreifen. Und doch ist das jetzt erst nur der Anfang, wie gesagt. Das wahre Osterereignis im umfassenden Sinn, dass wir Christus nachgehen, auch in der leiblichen Auferstehung, werden wir am Ende der Zeiten erleben. Und dann wird der Tod ganz vernichtet werden. Das schaut Johannes schon in der Johannes-Offenbarung, dass dann auch der Tod nicht mehr sein wird. Und nicht umsonst sieht die Kirche diese Lesung am Vorabend des Hochfestes der Aufnahme Mariens in den Himmel mit Leib und Seele, Maria Himmelfahrt, vor. Weil sie der erste Mensch ist nach Christus, der das erleben darf, der mit Leib und Seele schon im Himmel ist. Und in ihrem Fall kann man wirklich am umfassendsten und am vollkommensten sagen, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Was meint Paulus aber, wenn er das Gesetz als die Kraft der Sünde bezeichnet, wie es hier heißt? Dann denkt man, hä? Denn mit Sünde ist ja bei Paulus stets die Tora gemeint. Nomos ist das griechische Wort an der Stelle. Wir müssen es so verstehen, wenn ein Mensch sündigt,
dann macht es ja einen Unterschied, ob er in vollem Bewusstsein sündigt oder aus Unwissenheit. Die Sünde wird dadurch nicht ungeschehen gemacht, dass ein Mensch, also ohne Wissen, dass es eine Sünde ist, gesündigt hat, aber es mindert den Schweregrad. Und so wie es die Menschen, wie die Menschen schon gesündigt haben, als es noch die Tora nicht gab, aber eben noch nicht die Erkenntnis hatten, dass dies oder jenes eine Sünde war, war es eben ein geminderter Schweregrad. Und durch die Tora ist die Kraft der Sünde sozusagen gegeben, weil man in vollem Bewusstsein nun sündigt. Und wir müssen ja sogar noch sagen, Jesus hat die Tora ja neu ausgelegt, mit göttlicher Vollmacht bei der Bergpredigt, diese radikalisiert, verinnerlicht, auf die Herzenshaltung zurückversetzt, worum es auch schon im Buch Jesus Sirach geht. Und dadurch müssen wir sogar noch sagen, haben wir noch mehr Erkenntnis und in dieser Hinsicht sogar einen noch größeren Schweregrad der Sünde. Denn wenn wir dann trotz allem, nachdem wir das erfahren haben, die Sünde tun, werden wir noch schwerer gerichtet. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt als Schlussfolgerung sagen müssen oder sagen können, hätte ich bloß nie erfahren, was Sünde ist und was nicht, was gut und böse ist, weil so habe ich jetzt den Salat und dann werde ich schwer gerichtet, streng gerichtet. Das ist ja auch nicht richtig, weil dadurch, dass uns der Herr die Gebote gibt, zeigt er uns den Weg in die Heiligkeit. Den Weg der Heiligkeit und den Weg in den Himmel auf, den wir gehen sollen, damit wir glücklich werden. Und er teilt sich selbst ja auch mit durch die Tora. Zu sagen, ich wünsche mir, dass ich nie gehört habe, wer Gott ist, das wäre ja eine absolute Undankbarkeit. Also das ist auch nicht dann die richtige Schlussfolgerung. Aber was wir zugleich bedenken müssen ist, und das ist ja, was Christus uns auch erwirkt hat durch die Erlösung. Er hat nicht nur den Stachel des Todes uns entrissen, also uns von der Erbsünde befreit, sondern uns auch die Gnade geschenkt, mit seiner Hilfe den Weg zu beschreiten, nicht mehr aus eigener Kraft diesen Weg zu gehen, weil wir immer noch diese Wunde des Stachels ja haben. Auch wenn er die Erbsünde uns genommen hat, die Folgen der Erbsünde bleiben. Wir sind immer noch eine schwache Natur. Und so hat er uns die Gnade geschenkt. Die Gnade, die Gebote Gottes halten zu können. Das heißt, wir müssen das nicht mehr einfach aus eigener Kraft, keine Werksgerechtigkeit, sondern wir sollen weiterhin die Gebote halten, aber nicht mehr aus eigener Kraft oder nicht nur aus eigener Kraft. Sagen wir es mal so. Also viel Erkenntnis haben wir bekommen. Das bedeutet viel Verantwortung. Zugleich müssen wir diese Verantwortung nicht aus eigener Kraft tragen. Und weil wir die Erlösung nie aus eigener Kraft erlangt hätten, überhaupt erstmal, ist es umso überwältigender und umso mehr können wir eigentlich dankbar auf die Knie fallen und den Herrn danken dafür, dass er uns von diesem Stachel des Todes befreit hat. Das ist so ein tolles Geschenk, dass wir eigentlich nicht anders können, als unser ganzes Leben als Lobpreis und Dank an Gott zu richten, zu leben. Und das tun wir nicht nur durch gesprochene Worte, sondern auch durch unser Verhalten, indem wir uns standhaft und unerschütterlich darum bemühen, die Gebote Gottes zu halten, den Weg der Heiligkeit zu gehen, zu der wir berufen sind. Und unser Eifer und unsere Mühen werden sich auszahlen, sagt Paulus. Also ganz ohne sich zu bemühen geht es jetzt auch nicht. Das heißt nicht, wir können uns zurücklehnen. Gott hat uns ja schon gerechtfertigt und wir können jetzt leben, wie wir wollen. Sondern wir müssen uns natürlich bemühen, abmühen und unser Eifer wird sich auszahlen. Der Herr wird es uns vergelten. Kommen wir nun zum Evangelium. Er sprach aber auch in Gleichnissen zu ihnen. Kann etwa ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in eine Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über dem Meister. Jeder aber, der alles gelernt hat, wird wie sein Meister sein. Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, lass mich den Splitter aus deinem Auge herausziehen, während du selbst den Balken in deinem Auge nicht siehst? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du zusehen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Es gibt keinen guten Baum, der schlechte Früchte bringt, noch einen schlechten Baum, der gute Früchte bringt.
denn jeden Baum erkennt man an seinen Früchten. Von den Disteln pflückt man keine Feigen und vom Dornstrauch erntet man keine Trauben. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor und der Böse bringt aus dem Bösen das Böse hervor. Denn wovon das Herz überfließt, davon spricht sein Mund. Im Evangelium hören wir heute von der Unterscheidung zwischen wahrer und falscher Frömmigkeit. Das ist es, was eigentlich diesen Kern des Evangeliums darstellt. Es geht auch, also hier immer noch um die Feldrede Jesu, der analogen Schriftstelle zu der Bergpredigt bei Matthäus. Und hier werden viele Dinge aufgegriffen, die wir schon in den bisherigen Lesungen gehört haben. Wieder mal kein Zufall, so setzt die Kirche bewusst die Lesungen zusammen. Jesus bringt zu Anfang das Bild vom Blinden an. Ein Blinder kann einen Blinden, anderen Blinden nicht führen, denn beide fallen dann früher oder später in eine Grube hinein. Das sagt er vor allem zur religiösen Elite seiner Zeit, den Pharisäern und Schriftgelehrten, den Sadduzäern. Er kritisiert, dass diese eine Haltung, also sich angeeignet haben, sich selbst für unantastbar zu halten, sich so zu verstehen, dass sie selbst nicht kritisiert werden oder dass sie sich selbst auch gar nicht an die eigene Nase fassen, sondern immer die anderen kritisieren, die einfachen Gläubigen. Und dass sie in so einer Illusion leben, dass sie vollkommen sind. Die anderen aber bei den kleinsten Unvollkommenheiten komplett alles also da zu kritisieren und sich selbst ganz auszublenden. Und Jesus nennt sie unverblümt Heuchler. Also eigentlich sind sie genauso. Eigentlich sind sie Blinde. Sie sehen ja sich selbst gar nicht mal. Wie können sie dann andere führen? Sie werden mit den anderen zusammen in die Irre stürzen. Und dann kommt eben dieses Bild vom Splitter und Balken, um dann noch einmal diese Unverhältnismäßigkeit und diese blinden Flecken sozusagen noch genauer herauszustellen. Man fragt sich, wie können die mit dem fetten Balken im Auge überhaupt die Splitter im Auge des anderen sehen, wenn sie so ein fettes Brett vorm Kopf haben? Na gut, sie sind ja Blinde, sagt Jesus nicht umsonst. Die können das gar nicht mehr sehen. Also bevor sie bei den anderen die Splitter herauszuziehen versuchen und darauf erstmal hinweisen beim anderen, müssen sie ihre fetten eigenen Balken herausziehen. Also man soll nicht kritisieren, bevor man nicht nachgedacht hat und auf sich selbst geschaut hat. Das ist doch, was wir im Buch Jesus Sirach gehört haben. Da geht es vor allem ums Loben. Hier geht es um den Tadel, aber es ist dieselbe Haltung. Man soll nichts tun vorschnell, ohne erstmal nachgedacht zu haben. Und auch den anderen ein bisschen mehr sprechen zu lassen, um zu sehen, was beim anderen überhaupt Sache ist. Und was Jesus uns sagt, heißt natürlich nicht, dass wir nur dann den anderen kritisieren oder erziehen dürfen, wenn wir selbst nicht vollkommen perfekt sind. Denn das werden wir nie sein. Aber die großen Balken, die fetten Kaliber, die großen Kaliber sollte man dann vielleicht doch schon mal erstmal angehen, bevor man beim anderen Kleinigkeiten kritisieren möchte. Warum? Nicht nur, weil es für einen selbst gut ist, sondern auch, weil man für den anderen sonst unglaubwürdig erscheint. Wie will man ein gutes Vorbild sein für andere und von diesem guten Vorbild ausgehend andere zu einem Verhalten ermahnen, wenn man selber noch viel schlimmer sich verhält als die anderen in einem Punkt, den man ja kritisieren möchte? Das wird einem ja dann niemand abnehmen. Und hier geht es ja gerade um jene, die also eine Verantwortung tragen, die religiöse Elite, die besondere Sorge, religiöse Sorge für die anderen tragen. Und das ist ja etwas total Aktuelles. Das betrifft ja auch uns heutzutage. Die besondere Sorge tragen für die anderen, also für das gläubige Volk, müssen besonders ihr Gewissen erforschen, müssen eine besonders weiße Weste haben, je mehr Verantwortung sie tragen. Ein Geistlicher, ein Geweihter muss mehr sein Gewissen befragen als ein nicht geweihter Gläubiger, weil er besondere Vorbildfunktion hat und auf besondere Weise Christus auch repräsentiert. Er tut alles, was er tut, in persona Christi. Und da ist es besonders wichtig, dass er also ein reines Gewissen hat, eine weiße Weste. Und je mehr Verantwortung er trägt,
desto mehr. Also ein Bischof muss dann eigentlich noch viel häufiger beichten gehen als ein Pfarrer. Der Papst umso mehr, weil er Sorge trägt für die ganze katholische Kirche. Und das natürlich dann eine besondere Gewissenhaftigkeit erfordert. Und je mehr Verantwortung man erhält, desto mehr muss einem eigentlich auch die eigene Armseligkeit bewusst sein. Also je höher man steht, desto demütiger muss man sein. Das ist das, was Jesus meint, wenn er im Abendmahlsaal seinen Aposteln die Füße wäscht. Das soll die Haltung sein. Je höher man sitzt, desto niedriger muss der Blick sein. Desto sklavenhafter soll der Mensch sich verhalten. Und Jesus nimmt nichts von dieser Radikalität weg, sondern er radikalisiert noch die Tora, wie gesagt. Und doch ist es kein Weg aus eigener Kraft, sondern zugleich gibt er alles, was wir brauchen, um diesen radikalen Weg gehen zu können. Das ist ja der springende Punkt, auch was die Moral der Kirche anbelangt. Sie ist radikal, ja, sie geht aufs Ganze, sie ist tief und sie verlangt uns viel ab. Aber das, was eben entscheidend ist, ist, wir müssen das nicht aus eigener Kraft tun, sondern mit der Gnade Gottes, mit seiner Hilfe. Und dann geht es weiter, dass Jesus auch wieder das Bild von Bäumen und Früchten aufgreift, so wie auch in den vergangenen Lesungen. Es gibt keinen Baum, der schlechte Früchte bringt, noch einen schlechten Baum, der gute Früchte bringt. Selbst die Natur zeigt, dass es unmöglich ist. Der Mensch ist ein Baum, seine Lebensführung mit einem Baum zu vergleichen, das ist ganz typisch, auch für die weisheitliche Literatur, wie gesagt. Und ein Mensch, der innerlich von Gott geleitet ist, dessen Herz rein ist, der in sich keine bösen Gedanken und Absichten trägt, dessen Worte und Taten, die nach außen dringen, werden auch gut sein, werden rein sein. Wer aber innerlich verdorben ist, dessen Herz von Begierde, von bösen Absichten erfüllt ist, der wird auch Verdorbenes sprechen und das wird sich letztendlich auch in einem verdorbenen Verhalten zeigen. Es ist ein Kausalzusammenhang, der sich nicht verbergen lässt. Man kann vielleicht anfänglich versuchen, sich gut zu zeigen, aber letztendlich wird man das nie bis zum Schluss verbergen können, was für eine Verdorbenheit in einem drin ist. Irgendwann kommt das alles ans Licht. Und je mehr wir getragen sind von Gott, je mehr wir uns leiten lassen von seinem Wesen, von seinen Geboten, wenn wir das wirklich verinnerlichen und das in unser Herz hineinlassen, dann wird es übergehen in unsere Gedanken, Worte und Werke. Dann werden wir nach seinem Wesen gleichgestaltet. Nach seinem Wesen gleichgestaltet. Immer mehr werden wir dann zum Leib Christi. Und deshalb ist das ja auch so besonders auch auf die Sakramente, vor allem auf die Eucharistie angewandt. Weil wir ihn nicht nur von seinem Wort her, von seinem gesprochenen Wort her in unser Herz lassen, sondern leibhaftig in unser Herz lassen in der Eucharistie. Der ja gegenwärtig ist in Brot und Wein. Also wer absolut in der Sehnsucht nach Gott lebt und so auch verkündet und Seelsorge betreibt, der wird andere Menschen davon begeistern können. Der heilige Augustinus sagt, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden möchtest, und das ist es eben. Wir können nicht andere überzeugen vom Glauben, wenn wir selbst nicht überzeugt sind. Und dieses Baum- und Früchtemotiv ist übrigens natürlich überhaupt nicht zufällig gewählt. Es gibt diese moralische Bedeutung, ein Baum für den Menschen als sein Lebenswandel und so weiter. Hat auch eine zutiefst typologische Bedeutung. Typologisch, denn so wie der erste Mensch von der Frucht des Baumes aß und damit in die Sünde gestürzt ist und damit auch der Tod in die Welt gekommen ist, so ist der zweite Mensch, und da sind wir wieder bei dieser Adam-Christus-Typologie der letzten Woche, so hat der zweite Mensch mit der Frucht seines eigenen Leibes, den er am neuen Baum, nämlich am Baum des Kreuzes, uns gegeben hat, zu essen gibt, in der heiligen Eucharistie, das Leben geschenkt. Das Leben geschenkt, so ist das Leben und die Erlösung in die Welt gekommen. Und das ist eine Erlösung und eine Auferstehung, die wir letztendlich auch leiblich erfahren dürfen, so wie Paulus es uns in der Lesung sagt. In seiner Nachfolge sollen wir selbst Bäume dieses Baums werden, des Baums im Stand der Gnade zu sein, im Stand der Gnade zu sein, dann werden wir von derselben Art sein wie Gott, auch wenn wir natürlich aus Gnade so sind, nicht aus Natur.
und wir natürlich nie so Gott selbst sein werden, aber ihm immer mehr gleichgestaltet, wie gesagt, ihm angenähert. Was im Menschen ist, sieht man an seinem Verhalten. So erkennt man den Baum an seinen Früchten. Der Baum mit seinen Wurzeln und seinem Stamm, das ist das Herz des Menschen. Und die Früchte sind seine Worte, die nach außen dringen und dann natürlich sein Verhalten. Jesus richtet seine Worte vor allem an die Menschen, die nach außen hin eine besonders ausgeprägte Frömmigkeit vorspielen, aber ihr Herz ganz verdorben ist, an die Heuchler. Aber er möchte ihnen damit wirklich sagen, er tut das nicht, um sie schlecht zu machen, sondern er möchte ihnen damit sagen, macht aus eurer falschen Frömmigkeit eine wahre Frömmigkeit. Es ist nicht zu spät. Aber auch für sie ist es nicht zu spät. Auch sie können von einer falschen in eine wahre Frömmigkeit kommen. Nehmen wir uns das zu Herzen. Jetzt kommende Woche beginnt die Fastenzeit und das ist eine besondere Gnadenzeit, in der wir wieder uns reinigen sollen, einen Hausputz, einen seelischen Hausputz machen sollen, bevor Christus uns die Freude des Osterereignisses wieder schenken möchte, dass wir schauen sollen, also überprüfen sollen, wie ist es mit unserem Innen und unserem Außen, wie ist unsere Bodenbeschaffenheit sozusagen, sind wir vielleicht in eine Scheinheiligkeit abgeschlittert, ohne dass wir es gemerkt haben, dann ist es wieder Zeit, zu einer wahren Frömmigkeit zurückzukehren, aufzuräumen und wieder ein gutes, reines Herz zu bekommen. Denn wir gehen ja zu auf die leibliche Auferstehung. Paulus sagt, wir sind erlöst, wir sind vom Stachel des Todes erlöst, aber wir müssen unsere Heiligkeit bewähren und unsere Mühen müssen da sein. Wir müssen auf jeden Fall Werke aufweisen und diese wird der Herr uns am Ende vergelten. Nehmen wir es uns zu Herzen, wie gesagt, und seien wir getröstet, beten wir mit David zusammen diesen Psalm, denn uns hat der Herr schon so viel Gutes geschenkt. Mit dieser Erkenntnis können wir eigentlich nur dankbar sein und unser Leben in Dankbarkeit leben. Ich wünsche Ihnen bis zum nächsten Video alles Gute, gottesreichen Segen. Seien Sie behütet und beschützt. Machen Sie es gut.